Ja, hallo zusammen, wir sind Flugskommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay und hier haben wir den Herbolzheimer 79 aus dem Clan X4X mit dem 8er Jagdpanzer der Briten. Ne? Ja, ihr seht zwei Ringe auf dem Rohr und was soll ich sagen? Ja, dritte Gunmark wird angestrebt, deshalb auch 40 mal Premium Munition dabei, APCR. Ja, ist hier im 9er 8er Battle auf Karelien gestartet, im Angriffmodus, ne? Im Süden ist er gestartet und wir haben hier eine Menge Heavys. Ja, erstmal 6 9er, 9 8er und darunter 7 Heavys, 3 mittlere Panzer, 4 TDs, ein Light, 0 mehr die Arti. Fährt hier auf dem Hügel drauf. Kleines Medkit, kleines Redkit hat er noch dabei und Tee mit Pudding dabei als Ration. Ja, Equipment für die Feldausrüstung habe ich auch gesehen. Alles drei, was er verbaut hat, ist erbeutet. Und das war Zielführung auf Position 1, 2 war Optik und 3 die Lüftung. Da ist schon mal den Lix 6-6. Bisschen vorhalten. Da ist ja 4 Schuss Auto, oder? Und ein schöner Treffer auf den Lix 6-6. Und ein zweiter Treffer noch dahinter. Schön vorgehalten. Ja, der dritte ging leider daneben, aber vielleicht der vierte. Auch der ging drüber weg. Ja, aber 2 Treffer von 4. Auch nicht schlecht. Ja, Reloadzeit haben wir jetzt hier 40 Sekunden für das Magazin. Im Clip habt ihr gerade gesehen. Ich kann es ja gleich nochmal sagen. Mission hat auch am Laufen, können wir auch nochmal sagen. Allianz 15 für die Allianz in Richtung Objekt 279F. Aber eigentlich geht es hier um die dritte Gunmark. Und das wäre dann der Panzer 236 auf seiner Liste, den er mit der dritten Gunmark ausstattet. So, Reload ist gleich durch. Da ist der AMX M451. Kann er vielleicht drauf wirken? Abgeprallt. Ja, Reload-Zeit hier von Schuss zu Schuss 2 Sekunden. Da ist der Lix 6-6. Und geht raus. Der kleine Radpanzer. Ja. Ist ja Premium-Radpanzer, glaube ich, der Lix 6-6. Ja. Und der G-Saw hier ist auch ein Premium-Panzer. Auf 1:3 steht es. Fährt hier erstmal in die Mitte. Ja, was mich jetzt so neugierig macht, baut er denn hier alles Equipment wieder raus, wenn er die Panzer abgeschlossen hat? Und fährt er die überhaupt noch? Lässt er da das gute Setup drinnen? Ich weiß es nicht. So, C52 Liss, der Fox. Achter Premium-Panzer der polnischen Fraktion. Und der kommt hier an mit seinen 99 und rammt sich zu Tode. Ja, okay, da gibt er 364 an den List noch ab. Aber egal. Übrigens wurde der, ja, von wem anders rausgenommen. Ich dachte, er hat sich so tot gerammt. Naja. AMX AC 48, schön den Seitwärtstreffer. Ist ja ein TD. Achter der Franzosen. So, Moa ist da hinten noch aufgegangen. Am Horizont. Auf H1. So, Moa. Sadomaso. Ja, jetzt fahren wir vor. Ach, der Schuss ging daneben. Auch der zweite. Aber der dritte. Der ging rein in den AMX 51. Ich sag jetzt mal die Kurzform M4. So, haben wir die M4 auch noch genannt. Emil 2 haben wir da auch noch. Ah, jetzt befindet er sich im Reload. Ah, noch 25 Sekunden. Schönes Ziel da, der Emil 2.
Wenn Pech hat, ist er kaputt oder nachher weggefahren. Steht übrigens 3-5. Ja, ihr hört es vielleicht, meine Stimme ist immer noch nicht in Ordnung. Wie gesagt, ich war ja krank. Trotz Boostern und was ich alles, hat es mich erwischt mit Corona. Und ich habe eine schöne Erkältung gehabt, also Erkältungssymptome. Und die Stimme ist immer noch nicht so hundertprozentig. So, jetzt nochmal Treffer in den AMX und der geht dann raus. Der M451. Hier oben ist ein Rheinmetall Borsig Waffenträger. Gerade Proxy-Spot gewesen. Hier zu 6 steht es. 2000 Damage auf der Uhr, 777 Aufklärung, Unterstützungsschaden weiterer Teammitglieder. Ah, Projektor 66 ja auch gerade aufgeklärt. Na, wen nimmt er jetzt? Na, Skoda haben wir da, T27. Ah, eben hier zwei hier. Zwei Schuss gemacht, rausgenommen. Erster Kill. Oh, sehr schön. Das war so schnell. Ich glaube, das Skoda ist da rausgegangen, ne? Er ist kurz aufgeblitzt und dann wieder zugegangen und dann hat er rausgenommen. Ich glaube, das war der Skoda T27, den er da mit einem Schuss noch den letzten Rest abgeknabbert hat. So, wir sind beim Damage von 2626. Hälfte der Reload-Zeit. 8-7 steht es. Ah. 2 Minuten, 3/4 Torte. Da könnt ihr nichts mit anfangen, ne? Ah. Das ist immer so mein Lieblingsspruch hier. 3/4. So. AMX 65 Tonnen. Hässliches Teil. Ich habe den überhaupt nicht gemocht. Ich wollte den grinden. Ach, ich habe da den verkauft. Der ging mir auf die Ketten, ging der mir. Dieser Panzer. So, Rheinmetall Borsig Waffenträger. Zack, 4. Kill. Skorpion G. Ist da aufgeblitzt. Ah, eine Granate. Erstmal ab in Reload. Den zu 7 steht es. Ah, vom Scorpion G, das wäre nicht schlecht. Den noch mal so ein bisschen wegpusten. Oh, die Reload-Zeit hier, also die ist wirklich sehr lang, ne? Da kann man sich ja auch streiten, wie der heißt, 1008 oder 1008. Ich glaube, ich sage immer 1008. So, der HWK-12 fährt jetzt an den Scorpion G ran. Nee, fährt vorbei. Ah, fährt den hinten ran, fährt weiter, hat ein Schüsschen abgegeben. Letzte Minute. 10-8. Na, was wird denn das jetzt hier? Upsala, 40 Sekunden noch. Ja, schön die Unterwelle vom VK4502B. Ah, der prallt ab, ist angewinkelt. Nein, da will die Granate nicht durch. So, 20 Sekunden noch. Er ist im Reload, also er kriegt keinen Schuss mehr ab. So sind wir beim Damage von 3244 und bei den 1000 Unterstützungsschaden. Aufklärungsunterstützungsschaden bleibt es. Der Scorpion G geht jetzt raus. 11-8, aber ja, so wie es aussieht, geht die Runde verloren.
Ja, so sieht's aus und wir sehen uns in den Stats. So, dann kommen wir zu den Stats von dem Herrn Bolzheimer mit seinem GSOR 1008 oder 1008, wie man will. Ja, dritte Gunmarke, wieder klar. Ne? Es ist der nächste Panzer geschafft mit der dritten Gunmarke. Und zwar, das ist das Exemplar 237. Panzer mit der dritten Gunmarke. Und dann haben wir noch zweiter Klasse, Schläger, Kämpfer, Wirkungsfeuer 119.910. Credits, XP kommen wir später, dann gehen wir in Teamscore. 4.333 Damage, 4 Kills, 906 Basis-XP und den gemeinten Report rein. 24 Mal geschossen, 19 Mal getroffen, 16 Mal durchschlagen, 2002 Damage über 300 Meter und dann hat er noch Aufklärungsunterstützung, Schaden weiterer Teammitglieder, 1.341. Ja. Ja, kombinierten Schaden können wir ja da gerne mal zusammenrechnen, jetzt sind immerhin 5.600, ne? Ja, Distanz 2,18 Kilometer, fast 2,2 Kilometer. Dafür gab es 79.940 Credits. Abzüglich Repair, Munition natürlich. Die Munition war teuer, aber dafür die dritte Gunmark. Dann eine Ration abgezogen, 18.800 Miese. Das Ganze in 10 Minuten, dann die 906 Basis-XP. Plus Bonus für Premium-Fahrzeug ist das Jahr 136 XP, macht 1.495 XP und 68 freie Erfahrung. Ja. Wie gesagt, nächster Panzer mit der dritten Gunmark ausgestattet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.